So, da sind wir wieder. Weitere Runde Stationiers. Willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben. Und ja, ich habe den Raum hier mal soweit fertig gemacht, aber wir müssen schnell nach Hause. Ich habe 0% Essen, 0% Trinken und mein Jetpack hat schon gesagt, low. Also müssen wir mal eben raus. Oder rein, was er gesagt, um mal eben aufzufüllen. So, cyclen und dann werden wir mal eben schnell das, den ganzen Spaß hier erledigen. Was sagten die? Ja, Wetteranzeige sagt, ist alles in Ordnung. Und ich mache die Tür zu. Dann will ich gleich eben den Akku hier tauschen. Den braucht man nämlich noch. Das mal eben wegpacken. Schnell was futtern, was trinken. Wie ich immer an Futtern denke, ey. Ich glaube, ich muss gleich was zu essen machen. Dann habe ich auch nicht mehr so viel Hunger und dann denke ich auch nicht mehr nur ans Essen. So, der Jetpack war da. Zack, was haben wir denn? Fast nix. Kriegen wir da noch irgendwas rein? Jetzt auf 100 Stellen. Bisschen. Nicht so sonderlich viel. Wir können uns hier aber mal die beiden CO2-Filter klauen. So. Na komm, aus. Soll ja wohl reichen für unsere letzten Aktionen dort. Und essen müssen wir jetzt noch nichts. Dann gehen wir mal raus. Und dann bauen wir den Kram da jetzt mal zu Ende hier, ne? Kann ja nicht angehen. So viele Folgen schon da am Rumkaspern. Und weiter geht's. Hier habe ich jetzt noch keine hintergesetzt. Okay, hier kommt nichts hin, also, ne? Das, ja, wobei doch, also hier kann man schon hinsetzen. Aber dann kommt hier eine Wand vor und dann ist gut. Und ich würde sagen, dann werden wir jetzt erstmal eben den Kram, die äußeren Stücke verschweißen. Zum Beispiel sowas hier auf der Ecke. Das wird nämlich dann immer vergessen. Bei solchen Aktionen. So. Den da. Dann den da. Das war der falsche. Natürlich war das der falsche. So. Aber der soll auch natürlich. Hier. Ich muss das nochmal ausprobieren, wie das ist, ob diese Wände, also wenn ich jetzt sowas hier habe, ob da überhaupt was entweichen kann. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Also logisch wäre eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich gesealed, nur halt nach außen, die Außenwand guckt rein sozusagen. Aber, ich weiß es nicht, ob das Spiel das mitberechnet oder nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist auch. Und dann das hier.
können wir die hier auch zumachen. Habe ich hier eigentlich irgendwas drunter gemacht? Ja. Hier ist was drunter. Aber unter die hier habe ich nichts drunter gemacht. Es ist, hat Gefahrenpotenzial hier. So, dann zu, zu, zu. Und dann können wir das wieder gegen den Schweißer hier tauschen. Machen wir den auch zu. Das bleibt so alles offen. Und dann machen wir jetzt an der Decke weiter. Die nämlich jetzt zugemacht komplett. Und dann ist das Ding hier auch schon fast zu und wir können anfangen, das komplett zu entleeren. Na gut, den Teil hier oben, den haben wir noch nicht zu, ne? Komm her hier. Hallo. So. Das ist aber nicht das Problem, das machen wir einfach zu, dann ist gut. Okay. Zack, zack, zack. Alles klar. Dann wir brauchen mehr von den Steel Sheets. Dann fangen wir hier hinten mal an. Kann man auch im Stehen machen. Okay, und ja, den machen wir gleich im Fliegen, die Seite. Dann machen wir jetzt erstmal die hier. Uiuiui. Okay, ich würde vorschlagen, ich mache hier jetzt mal hier alles zu. Ihr seht das Ganze in Zeitraffer. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So Leute, das hatten wir. Wir haben jetzt hier alle Wände und so weiter. Wände und Decken habe ich jetzt zugemacht. An einigen Stellen kommt leider noch was rein hier. Das werden wir noch ein bisschen beifräsen müssen. Ja. Ja, funktioniert leider nicht. Pech gehabt. Die Seiten habe ich jetzt nicht zugemacht, weil da kann dann auch Luft durch. Und diese hier werde ich sogar noch aufmachen. So, und hier auch. Damit die Luft hier genug Platz hat, sich auszubreiten. Finde ich. Ansonsten dauert das nämlich immer so lange. Okay, das haben wir. Dann habe ich Flatwalls dahin gesetzt, um das abzudichten.
Und dann müssen wir uns jetzt mal die Walls schnappen. Und zwar einige. Und die sind alle so ein bisschen verstreut. Padded. Hier haben wir ganz normal Wall. Dann brauchen wir Plastic Sheets. Und Glass Sheets haben wir auch noch einige. Okay, das passt alles. Die packt man dann nämlich jetzt hier hin. Nämlich hier Composite Window. Alles zugemacht. Das ist ja auch geil. So. So, einmal ein bisschen wegnehmen. Ansonsten ist das doof hier. Und das auch. Oh, guck mal, Eisen. Okay, dann machen wir hier mit den Window weiter. Okay, dann nehmen wir uns nochmal das Schweißgerät und machen wir die Ecken auch eben, damit wir das alles definitiv haben. Machen wir die auch zu, so. Wie sich das gehört. Die sehen aus, als wenn sie nicht zu wären, aber die sind's. Okay, dann haben wir alles geschlossen. Dann können wir jetzt beigehen und die Fenster rahmen und verglasen. Und das letzte, jo. Eins lassen wir natürlich offen. Wir müssen ja noch mal rein und raus hier, ne? Sind hier ja noch nicht fertig. Gut, das alles kann so bleiben, wie es hier jetzt gerade ist. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, damit alles funktioniert, ist Strom verlegen. Ja, wir müssen noch sehr viel Strom verlegen. Halt. Und das ist ja eine Verbraucherleitung. Verbraucherleitungen sind gelb, nicht rot. Und um die Kurve und dann geht das hier weiter. Wir können eigentlich auch schon sehr viele von den Sachen, die wir hier haben, hier so hinwerfen. Dass die dann nicht drin liegen, weil Glas werden wir gleich nochmal brauchen, das eine Ding zumachen. Weil wenn das hier alles drin liegt, dann wird das Ding hier zugemacht, ne?
Aber eine Sache werden wir hier noch reinlegen. Die ist auch noch ganz wichtig. Upsi. Und zwar muss hier ja auch noch ein richtiger Gasinput rein. Also Waste und so weiter. Ne? Für unser Belüftungssystem. Das fehlt jetzt irgendwie noch völlig. Ich meine, da können wir jetzt erstmal so ein bisschen am Anfang ein bisschen drauf verzichten, aber auf Dauer muss das hier auf jeden Fall rein. Das heißt, dann müssen wir uns auf jeden Fall noch überlegen, wie wir die Rohre hier auch noch reinkriegen. Werden also noch ein paar Röhrchen kommen, bis wir hier durch sind. Laufe ich schon wieder über Sachen, ja. Das Glas wieder her. Und das alles, das kann hier hin. Die Sachen auch. Kabel werden auf jeden Fall hier noch verbraucht werden, keine Sorge. Dicke Kabel geht bis nach hinten, weil hinten wird dann ja der Travo hinkommen, weil da ist dann ja die Elektronik für die Rakete und die wird auch von da aus dann mit Strom versorgt. Das heißt, wir werden hier dann irgendwie hochgehen mit dem Strom, da so, keine Ahnung, daran vielleicht den Travo, mal gucken. Sind wir da mal. Bis hierhin haben wir das Ding schon mal gelegt. Das ist doch schon mal etwas. So, die Chutes, die müssen wir natürlich auch irgendwie anschließen. An unsere Rocket. Mal sehen, wie viel wir noch haben, ob das reicht. Das ist ja sogar ideale Position hier. Das Ding kann direkt hier rein. Sieht hier aber weiter unten, oder? Ja. Und hier können wir nicht durch. Die müssen wir wegnehmen. Das ist aber auch nicht weiter wild. Wir gehen hier entlang. So. Und na, den Schub, doch, den lasse ich hier so reingehen. Das ist schon in Ordnung. Nee, komm her. So. Lass ihn dann hier runter. Muss gar nicht so wirklich, ne? Der hat schon die Höhe, die er braucht. Ja, aber wir müssen unter dem Kabel lang, also müssen wir da runter. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Ja, also Chutes müssen wir auf jeden Fall noch produzieren. Strom müssen wir hier natürlich auch anschließen, ganz viel. Ist ja klar. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier die Active Vents verteilen, würde ich mal sagen.
Ja, mache ich jetzt mehrere Active Vents und Passive Vents jeweils nach draußen, oder? Ich weiß es noch gar nicht so genau. Jetzt Passive Vents nicht so viele gemacht, aber ich dachte, ich verbinde einfach die ganzen miteinander draußen und vielleicht das mache ich auch einfach draußen, Rohre legen und gut ist. So, drei. So, fünf Stück haben wir noch. Ja, passt doch sehr gut. Dann nehmen wir uns die. Dann nehmen wir uns diese Rohre hier. Erstmal. Und machen hier jetzt einfach so. Klemmen wir das einfach an. Hier genau das gleiche. Passt ja auch mit den Rohren sehr gut. 20 Rohre, 20 Active Vents. Und draußen verbinden wir den ganzen Spaß dann gleich auch noch mal eben. Dann holen wir noch ein Travo. Und noch ein paar Shoots. Und ja, dann kommt das Ganze da einfach dran und dann ist gut. Halt. Erstmal, dass ich noch ein paar Sachen hier. Über den Kabel weiß ich jetzt gar nicht. Lasse ich die jetzt hier? Ja, einen Stack lasse ich. Doch, den Stack kann ich hier lassen, oder? Na ja, komm, nehme ich mit. Einen lasse ich hier. So, einen nehme ich mit, einen lasse ich hier. Meine Güte. Die brauche ich noch auf Tasche. Das brauche ich auf Tasche. Das kann auch hier bleiben. Okay. Wir holen uns. Noch ein paar Sachen. Meine Herren, das ist aber auch eine. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt versorgen soll. Weil ich jetzt ja keine Gasrakete habe. Dann muss ich jetzt echt unglaublich viel Sauerstoff holen und so. Und das da eventuell drin schmelzen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das. Ganz, ganz, ganz viele Stacks Sauerstoff holen und das da drin einfach schmelzen lassen. Ah, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. So, da haben wir natürlich ein paar Shoots. Das können wir machen. Da haben wir auch hier die orangene Leitung. Können wir gleich auch benutzen, um anzuschließen. Aber erstmal können wir unser restliches Eisen für Shoots verballern. Da brauchen wir ganz viele Rohre. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Rohre haben. Ey. Keine Ahnung. Das ist für die Rakete. Okay, und das läuft so, dass hier. Ja, ich muss den Spaß wegreißen. Zack. Und jetzt das da drauf.
Wunderbar. Wir haben 10 Shoots. Lass mal 20 Shoots machen. Einer noch. Ich glaube, dass ich nämlich noch relativ viel für Rohre brauchen werde da. Da komme ich ja nicht mit den paar Rohren hin, die ich habe. Also entweder mache ich da jetzt wirklich einfach Passive Ends überall dran. Dann brauche ich jetzt 20 Passive Ends. Ich habe nur noch 19 Eisen. Mal gucken, was wir hier noch an Passive Ends haben. 5 Stück haben wir. So gut, dann haben wir 6 Passive Ends. Lass ich das mit den Rohren sein. Die lasse ich hier. So, und er konnte herstellen nochmal 5. Und jetzt fehlt uns das Eisen. Was haben wir hier an Eisen? 179. Hier braucht man gar nicht so oft Eisen, ne? Problem ist nur, wenn ich es jetzt hier rauslasse, dann... Ach man, ey, das ist jetzt mit dem Eisen ein bisschen nervig. Lass uns doch mal gucken. Was ist denn überhaupt der Eisen? Silber, Silit, Nickel, Lead, Iron. Ja, nicht mal ansatzweise. Okay. Gucken, was die uns ausspuckt. Das sind ja schon mal nette Ressourcen. Ja. Okay, nicht perfekt, aber das reicht auf jeden Fall, dass wir eben das machen können, was wir brauchen. Tür wieder zu. Ja, da kommt mein Eisen. War ja nur 136 und ich glaube 11 haben wir nochmal reingeworfen. Also 47 sind da aktuell noch drin. Und der eine Stack halt. Oh, mach hinne hier. Ich will jetzt mein Eisen haben. So, was haben wir? 11 haben wir, also 9 Stück noch. Ja, einer ist da noch drin, also 8. Zwei, drei, da müsste jetzt der letzte sein, ja. Super. Dann haben wir das auch. Dann, was hatten wir noch gesagt? Irgendwas war noch, was wir brauchen. Ein Travo. Hier mal Travo. Batterien haben wir auch. Sicherung brauchen wir aber gar nicht. Power Controller auch nicht. Das brauchen wir auch alles nicht. Okay. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich drüben den Kram aufbauen können. Gelbe Kabel haben wir. Die Leitung hier, die können wir dann einmal anders legen. Sturm!
Frage ist nur, wann. Keine Ahnung, wann der Sturm kommt. So, das Ding zu. Und der kann natürlich nicht rauspusten, wenn da was vor ist. Und da. So, Strom. Das ist jetzt das nächste, das wir anschließen wollen. Das ist gerade so ein bisschen das Wichtigste. Wir müssen das jetzt einmal kappen. Muss einmal alles weg hier. Damit ist natürlich auch mein guter Freund da oben kaputt. Aber das ist jetzt so. Wenn das angeschlossen ist, dann habe ich nicht mehr so das Problem mit dem Sturm. Dann gehe ich dann nämlich gleich einfach rein, mach den mach da ein Fenster auf, geh rein und dann ist gut. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich. Da ist der Sturm. So, und hier sind wir geschützt. Passt doch. Ja, und Planänderung. Fangen wir jetzt an mit dem Spaß. Ein Trabo anschließen und den Strom hier verteilen. Ist jetzt kein großer Akt hier. Trafo kann weg. Okay, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil das ist jetzt hier erstmal nur Kabel verlegen. Und das mache ich jetzt mal eben kurz alleine. Und ihr kommt dann wieder, wenn ich die Kabel verlegt habe. Und dann pumpen wir den Raum hier leer. Ja, oder pumpe ich den leer alleine? Ja, es macht eigentlich auch mehr Sinn, wenn ich den alleine leer pumpe, ne? Dann müsst ihr nicht dabei sein. Okay, so machen wir das. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss!